Und zwar gibt es in unserer Schule Reinigungskräfte, die 4,50 Euro die Stunde bekommen. Finden Sie das sozial? Ich finde das nicht im weitesten Sinn sozial. Ich denke, dass es wirklich ein Ziel sein muss, dass Menschen auch von dem, was sie leisten, was sie arbeiten, letztendlich auch natürlich leben können. Und da geht ja nun die Auseinandersetzung um die Frage, auf welche Weise kann man das am besten erreichen. Und wieso glauben Sie, dass es nicht durch den Mindestlohn zu erreichen ist? Also es geht ja bei der gesamten Debatte um Mindestlohn immer in der Konfrontation um einen gesetzlichen Mindestlohn, der festgeschrieben wird. Aber ich halte es für absolut wirklich geboten, dass wir nicht auch mit Aushebelung dann aller Tarifvertragsparteien und dem, was die ausmachen, dass wir einen generellen gesetzlichen Mindestlohn haben. Aber es scheint ja hier nicht zu funktionieren. 4,50 Euro, das reicht kaum zum Leben. Denken Sie nicht, dass wir da trotzdem eine gesetzliche Regelung finden sollten? Das ist es hängt bei euren Reinigungskräften hier, also in eurem Gymnasium, natürlich davon ab, wie sind die beschäftigt, haben die, was für eine Form von Vertrag haben die. Dort ist das ein Teilzeit, ist das ein umgerechnet ein Pauschalvertrag und nicht eine Vollzeitbeschäftigung oder ist es 12 Stunden Vollzeit. 12 Stunden, 6 Tage die Woche Vollzeit. 12 Stunden? Ja. Vollzeit? Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich in einem Tarifvertrag möglicherweise festgelegt worden ist für diese Berufsgruppe. Oder möglicherweise handelt es sich um eine andere Form von Arbeit, die für eine bestimmte Zeit ausgeübt wird. Aber auch wenn ich nicht einen hohen Schulabschluss habe, ist, und das ist einfach richtig, mit 4,50 Euro wirklich nicht über die Runden zu kommen, wenn ich damit ganztags arbeite. Das muss man einfach konzidieren. Und von daher wird wahrscheinlich die bei euch Beschäftigten oder die bei euch sauber machen, die sind ja nicht am Gymnasium beschäftigt, sondern ich nehme mal an, bei anderen Firmen beschäftigt, dort der Weg der Unterstützung auch durch den Staat noch greifen.